Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute das erste Mal nach ganz langer Zeit. Ich habe auch super viele Kommentare von euch bekommen und Nachrichten, wieso keine Videos mehr kommen. Das liegt an diesem Teil da hinten, und zwar die Kamera. Ich hatte die Kamera ja eingeschickt, das Objektiv wurde nicht mehr gelesen und das ist mir zweimal passiert und schlussendlich habe ich mich jetzt für die Kamera nochmal entschieden. Allerdings habe ich die gebraucht gekauft, weil so findet man die Kamera nicht mehr. Also es war eine ziemlich lange Geschichte und deshalb freut es mich jetzt umso mehr, dass ihr jetzt eingeschaltet habt und dass wir wieder starten können und neue Videos drehen können. Ja, wie ihr sehen könnt, befinde ich mich auch schon hinter meinem bzw. vor meinem Schrank, vor meinem Spind, und der hat es auf jeden Fall nötig, aber heute geht es nicht um meinen Spind, sondern um meine Putzkiste oder Putzkasten. Den werde ich nämlich heute mit euch zusammen einräumen. Bei Equiva habe ich mir den ja gekauft, den schwarz-matten. Da durftet ihr sogar abstimmen auf Instagram, ob ich ihn kaufen soll oder nicht. Also solltest du mir auf Instagram noch nicht folgen, werde ich dir hier unten einfach nochmal einblenden. Da würde ich mich natürlich wahnsinnig freuen. Und dann mache ich öfter solche Abstimmungen. Und ich habe auf jeden Fall geplant, ein Crema-Live-Video. Also müsst ihr auch unbedingt auf Instagram vorbeischauen. So, ich zeige dir jetzt auch gleich mal das Chaos. Auf Instagram habe ich es dir schon gezeigt. Und meine alte Putzkiste habe ich quasi ausgewaschen. Die steht in der Sattelkammer. Die werden wir jetzt halt auch gleich holen. Und dann starten wir. Tada! Oh mein Gott. Es hat ein bisschen länger gebraucht, bis es scharf geworden ist. Schaut euch bitte dieses dramatische Chaos hier an. Es ist wirklich dramatisch. Die Szene ist richtig ekelhaft. Auf jeden Fall werden wir das jetzt halt gleich ändern. Ich werde jetzt gleich alles rausholen und auf den Boden legen. Ich werde die Bürsten nochmal von Haaren befreien und dann werden wir schauen, was wir alles einziehen lassen werden in diesen wunderschönen Putzkasten hier hinten. Hier seht ihr noch die Einlegeböden von meinem alten Putzkasten. Ich weiß noch nicht genau, was ich mit dem Putzkasten mache. Vielleicht nehme ich den mit nach Hause und behalte den. Ich finde es ein bisschen schade, weil irgendwie halten bei mir die Einlegeböden nicht mehr. Wir laufen jetzt halt einfach mal schnell in die Sattelkammer. Da kann ich euch nochmal meinen alten Putzkasten zeigen. Und wie gesagt, vielleicht habt ihr auch das Problem, dass eure Trennwände, nicht Einlegeböden, sondern eure Trennwände quasi nicht mehr halten. Schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Und hier ist das gute Stückchen. Also ich finde die Putzkiste nach wie vor noch richtig schön. Aber, also irgendwie hebt es bei mir nicht mehr. Sobald dann, Sachen drin sind und es dann so ein bisschen rum, wenn ich die Sachen einfach so reinwerfe, dann halten diese Trennwände nicht mehr. Ich weiß auch nicht, an was das liegt. Auf jeden Fall, der kommt mit nach Hause jetzt hat und den schwarzen werden wir jetzt mal schön einräumen. So, hier habe ich jetzt halt einfach mal die Sachen ausgebreitet, die jetzt halt alle in meinem Putzkasten waren. Und wie ihr sehen könnt, ich muss die auf jeden Fall noch von ein paar Haaren befreien. Das werde ich dann gleich machen. Hier seht ihr nochmal im Vergleich der alte Putzkasten und hier ist der neue Putzkasten. Ich finde ihn so schön mit diesen schwarz-matten. Ich finde es sehr, sehr nice. Wow, also der hat halt hier auch so eine Aufmachung wie der alte Putzkasten. Wie ihr sehen könnt, hier hat sich das gelöst. Da konnte ich aber ein bisschen was am Preis deichseln. Also ich glaube, ich habe 10 Euro Rabatt bekommen. Und hier hat der halt auch Trennwände, die muss ich mir einrichten. Man kann auch den Putzkasten abschließen, wie ihr sehen könnt. Und jetzt halt muss ich erstmal schauen, ob ich die Trennwände verwende, ob ich vielleicht einfach nur eine Trennwand mache. Ich werde jetzt auf jeden Fall, und das ist außerdem schräg, ich werde jetzt auf jeden Fall jetzt mal schauen, welche Bürsten ich hier reinmache. Und ich glaube tatsächlich, Leute, dass ich einfach nur eine Trennwand mache. Upsi, ja, das werde ich jetzt gleich noch machen und dann müssen wir so, mal. Hier habe ich natürlich so kleinen Scheiß, wollte ich jetzt schon sagen. Das ist super wichtig momentan. Bei Strahlfäule verwende ich das super gerne. Fauni hat leider auch Strahlfäule, von daher bleibt es auf jeden Fall hier gleich oben, genauso wie das Strahlsand von Leovet. Dazu brauche ich natürlich auch diese Bürste hier. Ich sage immer Zahnbürste dazu, weil man dann richtig schön einschrubbt und wenn es natürlich dann so schäumt, dann sieht man, dass das bakteriell ist.
Mein Haarwurzel-Liquid habe ich jetzt noch eine kleine Dose gefunden. Die große Flasche ist leer. Muss ich auf jeden Fall nachkaufen. Mein Labello werde ich nicht in meine Putzkiste reinmachen, sondern in meinen Spind. Die süßen Haargummis, wisst ihr eh, die kommen immer drauf, wenn irgendwas Besonderes passiert. Hinten bekommt ihr dann immer eine Schleife eingeflochten. Die dürfen natürlich auch bleiben. Handwärmer jetzt in der kalten Jahreszeit dürfen auch bleiben. Ja, das werde ich aussortieren. Weiß allerdings noch nicht, wo ich das hinräume. Auf jeden Fall werde ich das aussortieren. Dann meine Schere, auch ganz wichtig. Die darf natürlich auch bleiben. Die lege ich jetzt hier einfach so rein. Die Wundschutzcreme finde ich eigentlich super wichtig. Die kommt aber bei mir auch in den Spind, in das Seitenregal. Dann das Hufspray, das darf auch bleiben. Das werde ich allerdings einräumen. Dann habe ich hier so einen Kamm, der darf auch bleiben. Und ja, was habe ich hier? Ich habe hier einen Schlüsselanhänger. Das ist natürlich schon praktisch. Wie süß ist das? Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Der kommt auf jeden Fall in mein Auto, weil das ist so eine Marke, wo man dann einkaufen gehen kann. Mega praktisch. Und dann habe ich hier noch eine Marke gefunden. Da steht Püppi drauf. Das werde ich an mein weißes Halfter dran machen. Ja, den werde ich wegschmeißen und hier die Reste auch. Allerdings die zwei Haargummis, ich kaufe immer die bei DM. Die zwei Haargummis dürfen auch bleiben. Ist immer super praktisch fürs Einflechten. Und diese Sachen, die da jetzt doch drin liegen, die werde ich auf jeden Fall wegschmeißen. So, und wisst ihr, was mir gerade hier passiert ist? Beim Runterwerfen der Bürsten sind mir die Haargummis aufgegangen, beziehungsweise die waren gar nicht zu und dann sind sie runtergefallen und jetzt habe ich sie hier überall. Also das muss ich später auch noch aufräumen. Was ich von meiner Freundin bekommen habe, was ich mega cool finde, schaut mal, ich habe so eine Bürste bekommen, die ist mit Fauni hier signiert. Ich finde es so süß und den passenden Hufauskratzer habe ich auch bekommen. Warte, den zeige ich dir auch gleich noch. Da steht nämlich auch Fauni drauf, das ist so süß. Das habe ich zu Weihnachten bekommen, ich habe mich riesig darüber gefreut. Ich habe jetzt halt die ganzen Bürsten nochmal sauber gemacht und habe, also gut es geht, die Haare entfernt. Das ist halt, die kommen halt dann immer wieder raus, aber ich finde, das passt jetzt halt schon so. Den habe ich auch sauber gemacht und das sind jetzt halt die ganzen Sachen, die ich jetzt noch hier ja, zusammengeräumt habe. Was ich allerdings euch auch sagen muss, die Sachen werde ich hier komplett aussortieren. Die kommen weg aus meinem sagt schon, Putzkasten. Und den werde ich aussortieren, weil ich keinen Nutzen sehe. Also schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr so einen Teil hier verwendet. Vielleicht nehme ich den erstmal mit nach Hause und wasche den und verwende ihn vielleicht dann nochmal. Und ja, dieses Tuch muss ich auch mitnehmen nach Hause, weil ich das waschen muss. Und jetzt würde ich sagen, sortiere ich das Ganze mal ein. Das Ganze schaut jetzt so aus. Allerdings muss ich sagen, dass es mir doch nicht so gefällt, wenn man nur eine Einteilung hat. Und das ist dann total wackelig. Wisst ihr, wie ich meine? Weil dem fehlt ja quasi hier die Wand. Deshalb ist es total scheps. Und jetzt habe ich mir überlegt, dass ich zum Beispiel noch eine Wand reinziehe und dann quasi hier die Klammer, also den Kamm reinmache, hier die Bürste, also die Mähnenbürste und den Striegel und vielleicht dann auch hier diese kleinen Teile. Ich glaube, ich mache das noch schnell. Leute, ich glaube, jetzt ist es perfekt. Schaut mal, wie schön das jetzt ausschaut. Ich hoffe, es bleibt erstmal so. Also hier habe ich euch ja vorhin schon gesagt, was hier alles drinnen ist. Und jetzt habe ich, glaube ich, die perfekte Lösung. Also hier habe ich jetzt halt einfach mal diesen Metallstriegel, Mähnen, Schweifbürste, meinen besten Kamm und Clipper, wenn ich einflechten muss, weil dann so man die Mähne wegklemmen kann. Fellschön, dann habe ich hier meine ganzen Bürsten, wie ihr sehen könnt. Hier das beste Mähnen- und Schweifspray. Dann habe ich hier noch ein Fellglanz-Spray und hier so ein paar Kleinigkeiten. Und ich glaube, ich bin fertig. Oh mein Gott, ich finde es gerade wunderschön. Ich bin total happy, dass ich jetzt den Putzkasten eingeräumt habe. Ich glaube, das schaut richtig schön aus. Ich werde ihn jetzt gleich hier reinschieben und morgen dann gleich hernehmen. Oder sogar heute gleich. Und zwar draußen. Und was mich riesig freut, dass jetzt auch mein Schweißspray und so reinpasst. Weil das habe ich sonst immer separat tragen müssen. Und deshalb habe ich jetzt alles in einem. Also richtig, richtig cool. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Daumen hoch für weitere Videos. Und dann sehen wir uns hoffentlich ganz bald wieder. Bis dahin. Tschüss.